Ja, ja, ich habe mir wohlweislich gleich einen Hosenanzug. Was hast du denn hier dabei? ADAC-Pannenset. Ja, könnte man sagen. Es leuchtet zumindest im Dunkeln. Ja, das ist doch schon mal was. Weil ich ja nichts zu verkaufen habe. Kannst du darauf sitzen? Außer meiner Sendung habe ich natürlich das Symbol mitgebracht. Ach so. Ha, ha, ha. Kannst du da auch gerade drauf sitzen? Also so richtig du meinst Beine drüber? So im Herrensitz? Oder reißt das im Schritt? Es wäre mir angenehm, wenn es reißen würde. Oh. So, jetzt sitzt Lino Wanders. Lino Wanders. Klasse. So, jetzt erstmal ein bisschen zu deiner Vorgeschichte. Dein Vater war wahrscheinlich ein Wandersmann, ja? Ja, der Name ist Guter sehr sprechend. Hast du den Tusch dafür mal? Ich. Ach so, weil er einen Witz gemacht hat? Ja. Ah ja. Ja? Moment. Ja, natürlich habe ich mir diesen Namen ausgesucht, weil ich einfach, weil ich seit, wie soll ich sagen, seit Jahrhunderten durch diese Welt wandere und den Menschen Freude bringe. Das ist der tatsächliche Grund dafür? Das ist der tatsächliche das Grund. Das ist Lino Wanders. Abgesehen davon, dass meine Eltern natürlich so hießen. Du bist da auch Mitbesitzer des Schmidt-Theaters in Hamburg. Da gab es ja immer die Schmidt-Show am NDR. Ja. Läuft die eigentlich noch? Ich Nein, ja so nach, im Fernsehen, weil ich ja Scheiße das kenne ich ja, weil wir das ja auch so machen. Nein. Nach knapp 4 Jahren haben wir gesagt, jetzt ist genug, uns fällt nichts mehr. Ja, das sind meine Zigaretten, und das ist natürlich das Kostbarste, was ich habe. Aber nimm's ruhig, ja. Also nach knapp 4 Jahren haben wir gesagt, jetzt hören wir auf und dann haben wir Schluss gemacht. Und was soll ich sagen, der liebe Gott sorgt ja für mich, dann habe ich wahre Liebe gekriegt. Aha. Und das läuft aber sehr gut, ne? Trotz manchmal, sagen wir mal, sehr einschlägiger Kritiken. Ich muss hier, darf ich mal Oh ja, gerade, bitte, ja. Ich habe hier eins gelesen. Will ich sagen, dass ich masochistisch bin? Ja, das ging dann aber, im wahren Leben sieht Lilo Wanders, die Ernie Reinhardt heißt eigentlich, aus wie jeder 39-Jährige, der zu viel gesoffen, zu viel geraucht und sich sonst jegliche Lust ausgeliefert hat. Ja, schlaff hängt das Fleisch an der großen, schmalschultrigen Gestalt, der Hüftspeck quillt. So schiebt Ernie mit Kaffeetasse und Zigarette durch die Flure des Hamburger Dingenshauses. Also das will ich jetzt mal aufklären. Es handelt sich um meinen Manager, der sich manchmal anmaßt, mich zu dublieren. Ich meine, für mich ist es praktisch. Ja. Für mich ist es praktisch, weil ich muss zu manchen Veranstaltungen nicht selber gehen. Da geht er dann hin. Und ich muss sagen, er imitiert mich ganz gut. Aber mich macht diese Strähne hier verrückt. Ja. So, und die Leute, die es am Fernsehen gesehen haben, eben gerade kurz bevor wir hier wieder eingestiegen sind, gab es eine kleine Werbeveranstaltung für eine Gruppe, die jetzt hierher kommt. Es gibt Beschläge gar nicht. Hierher kommt. Ja, und es handelt sich um die Fantastischen Vier. Und wir sehen hier. Ja. Na, was ist denn da los? Und hier sehen wir einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Video. Hallo Thomas. Hallo. Alles klar. Ja. Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder dieser Abend. Ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin optimistisch. Moment. Was geht? Ich lag mir ganz konkret. Am Wochenende habe ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Und am Samstag in der Disco schickte ich dir Korken knallen. Ist Viere. Ja, ich hab mit Moses P. zusammen, mit Moses P. habe ich auf der Popcom erwischt, wollte ich dem doch mal dieses schöne Lied vorspielen. Ja. Ich habe dem das ja damals, als sie bei mir in der Sendung waren, auch 4-mal hintereinander vorgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ja. Und jetzt haben wir die Fantastischen Vier hier mit ihrem neuen Titel. Sie ist fett, drum ist sie wieder allein. Yeah. Und hier sind die Fantastischen Vier mit einem Medley. Yeah. Yeah. Hey. Meine Damen und Herren, das sind die Rias Boys. Genau. Rias Boys im Haus. Geht das alles für dich? Skippe die Überdamm. Skippe die Überdamm. Hey. Hallo Thomas. Hallo. Alles da? Ja. Okay, Entschuldigung. Kein Problem. Das ist eine Live-Show. Gib es mir.
Hallo Thomas. Hallo. Na alles da? Ja. Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar und ich muss dir jetzt erzählen, was so widerfahren ist. Jetzt sieh, jetzt nur positiv, denn ich bin optimistisch. Moment, was? Ich sag's dir ganz konkret. Oh. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Und Samstag in der Diskothek, ich leg den Kopf frei. Sie stand dann so dabei, jo, wir haben uns unterhalten. Und ich hab sie eingeladen, denn sie hat mich so weit. Ja, ich war krank, viel gelacht, oben was ausgemacht. Musste mal betroffen und die Namen sagt uns dann verbracht. Wir gingen mal ins Kino, hatten noch ein Rendezvous. Hey, gehört ja wohl dazu. Sie ist so elegant. Sie hat doch alle Haare, soll ich sie nur nicht vergessen. Denn ich bin sie sehr charmant. Hey, ist es wieder? Ist wieder am Eingang steht oder wieder? In den Kopf verdreht, ist es wieder? Im Himmel, Julian, Mann. Nein, das ist die Frau, die Freitags nicht kann. Ist es wieder? Wieder, 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 wieder. Ohne wieder, ist es wieder? Wieder, 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 wieder. Freitags ist sie wieder. Break it down. Wo mich eigentlich selber frage, warum ich all diese Gefühle plage, die ich nicht kannte. Wurde nur vom Müll und sagt, jetzt verwandte ich in meine Welt und war der König. Alles, was mir gefällt, ist mir gerne zu wenig. Alles, was ich kickte, zu dem ich nie genug kriegte. Was ich lieber sein, denn ich fühl mich allein. Fühl dich nicht nur allein, Mann, du bist es. Drum lass das Gejammer sein, denn so ist es nun mal auf dieser Welt. Auch wenn es dir nicht gefällt, schau zu deinen eigenen Film und bist dein eigener Held. Ja, Mann, irgendwie hast du ja recht. Und trotzdem geht's schlecht. Echt beschissen, denn ich möchte mal wissen, welche Film auf dieser Welt einen Oscar hat. In dem wir weit nicht haben, war das Fantasy ist weg. Bäh! Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Ist weg, na und? Was sie für dich nicht im Mittel zum Zweck und Grund, sich hinter ihnen zu verstecken und andere Art zu checken, war tabu. Und jetzt kommst du. Wie gesagt, das ist was, das ist so was, was für echte Dinger voneinander, das was ich machte, denn ich dachte, die ist Spaß. Bist du dir, wenn du die Arme nicht mehr hast, jetzt? Was? Jetzt sind sie weg und ich versteck mich weg. Ich hab keine Lust mehr, man hat so lösch mich, sie ist weg. Weg! Okay, die fantastischen vier, vielen Dank. Dankeschön. Und tschüss. So, aber wir haben uns natürlich auch wieder klug gemacht, jetzt machen wir weiter. Da ist ja diese fürchterliche Geschichte mit dem Mururoa-Atoll, ne, mit dem Atombombentest, gegen die wir natürlich alle sind. Und ich war noch in Frankreich in Urlaub. Nein, was? Ja. Okay, und da haben wir uns mal auf der Straße klug gemacht, was die Leute denn so dazu sagen. Schönen guten Tag. Darf ich Sie mal kurz was fragen? Und was möchten Sie fragen? Ja, es geht darum, Sie haben ja wahrscheinlich gehört, dass die französische Regierung jetzt im Mururoa-Atoll Atombombentests durchgeführt hat, ja. Entgegen aller Proteste, hat also nichts genutzt. Ja? Mhm. Jetzt scheint dieses Beispiel Schule zu machen, denn der polnische Oberförster Lech Wałęsa hat jetzt angekündigt,
unterhalb des Nordpols, also 200-400 Kilometer tief im Nordpol drin, Eisbombentests durchzuführen, was ja zur Folge hätte, dass die Polen schmelzen würden, ne? Ja. Glauben Sie, da würden Proteste nützen? Glaube ich auch nicht. Also, wenn die einen das geschafft haben, warum sollen die anderen das